In dieser Folge geht es um die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Dabei werden wir unter anderem auch über Themen wie selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität sprechen. Wenn du weißt, dass solche Themen dir Schwierigkeiten bereiten könnten, dann schau dir das Video lieber nicht oder nicht alleine an. Dass ich mich selber verletzen wollte und die ersten Suizidgedanken hatte mit 11, 12 und dachte, wenn es noch schlimmer wird, kann ich mir immer noch das Leben nehmen und dann ist es vorbei und dann muss ich es nicht mehr länger aushalten. Hi und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von No Stigma. Ich bin Morlin, ich bin Psychologin und ich sitze hier wieder in unserem Hamburger Studio mit unserer lieben Crew und Kerstin. Hi. Ja, hallo. Ja, ich freue mich besonders, dass wir heute hier sitzen, weil das im Vorfeld so ein ganz bisschen hakelig war, weil unsere Protagonistin, die Linda, die war sich nicht so sicher, ob sie das schafft, so das Kamerateam zu empfangen. Und da sind wir sehr froh, dass es dann am Morgen dann doch alles funktioniert und Alex sie besuchen durfte zu Hause. Ja, da freue ich mich auch total und ich würde sagen, wir gucken uns das direkt mal an. Ich bin verabredet mit Linda. Sie ist 24 und sie hat eine Borderline-Erkrankung und sie ist nicht alleine. Linda, das ist nicht etwa ein Therapiehund, den du da bei dir dabei hast. Das ist Fred. Das ist Fred, aber wie mein Therapiehund. Das bedeutet? Der hilft mir, meine Tagesstruktur einzuhalten. Wegen dem gehe ich raus, sonst wäre ich eigentlich letzte Woche nicht rausgegangen. Wie lange ist denn Fred schon an deiner Seite? Seit 1,5 Jahren erst. Also der ist 2 jetzt. Wir reden über eine Borderline-Erkrankung. Kannst du die Borderline-Erkrankung, wie sie sich bei dir darstellt, kurz mal umreißen? Das Größte ist tatsächlich die Stimmungsschwankungen, das selbstverletzende Verhalten und die Suizidgedanken und so eine gewisse chronische Leere auch, dass man nicht weiß, wer man ist oder dass ich nicht weiß, wer ich bin, dass ich mich sehr schnell anpasse. Ja, aber am schlimmsten sind die Stimmungsschwankungen, die von irgendwie totaler Euphorie zu voll den Suizidgedanken springen, innerhalb von 10 Minuten oder so. Seit wann weißt du es denn? Seit wann ist es sozusagen offiziell? Also offiziell die Diagnose habe ich 2021 bekommen. Aber das, was falsch war, wusste ich, seit ich 11 bin. Wie hat sich das geäußert? Dass ich mich selber verletzen wollte und die ersten Suizidgedanken hatte mit 11, 12. Und dachte, wenn es noch schlimmer wird, kann ich mir immer noch das Leben nehmen. Und dann ist es vorbei und dann muss ich es nicht mehr länger aushalten. Nochmal, als du die Diagnose bekommen hast, war das für dich eher eine Befreiung, eine Bestätigung? Oder hast du gedacht, scheiße, jetzt habe ich es schwarz auf weiß? Nee, tatsächlich war es eine Befreiung, weil ich immer dachte, dass ich nur verrückt bin oder nur ein Arschloch bin und nicht wusste, was mit mir falsch ist. Und so wusste ich wenigstens, dass das einen Namen hat und dass ich damit nicht alleine bin. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben im Vorfeld versucht, miteinander Kontakt aufzunehmen und es war dir nicht möglich. Kannst du beschreiben, was in solchen Momenten passiert? Also warum es dir nicht möglich ist, dann einfach ein Telefon zum Beispiel in die Hand zu nehmen oder Ähnliches? Ich bin dann ziemlich angespannt. Also man redet von Anspannung von 0 bis 100% und ich war bestimmt bei einer 90. Und dann zitter ich nur, kann mit niemandem sprechen, auch nicht mit meinem Freund, der war gestern auch da und bin zu nichts irgendwie in der Lage. Und dann mit jemandem Fremden zu reden, ist dann noch schwieriger. Aber wenn die Anspannung so groß ist, dann ist einem eigentlich nicht möglich, weil die Emotionen irgendwie so hoch sind und so geladen sind, dass gar nichts mehr geht. Und trotzdem stehen wir heute hier und ich bin ja eigentlich immer noch ein Fremder für dich. Ja. Wie fühlt sich das jetzt im Moment an? Wie viel Kraft verlangt dir das ab? Sehr viel. Also ich habe tatsächlich 2 Minuten vorher gedacht, dass ich danach nur schlafen werde. Auch Kommunikation und auch darüber zu sprechen, raubt mir sehr viel Kraft. So. Ja. Umso mehr sind wir natürlich dankbar, dass du es machst. Warum ist es dir wichtig, wenn es dir so viel Kraft kostet, es trotzdem zu tun? Ich glaube aus dem Grund, dass ich immer dachte, dass ich nur verrückt bin oder ein schlechter Mensch bin. Und ich würde gerne anderen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine damit sind. Ich würde es sehr gerne entstigmatisieren, weil BorderlinerInnen oft als toxisch und manipulativ nur dargestellt werden. Und das ist nicht so. Also es gibt so viele Seiten dazu und ich würde schon sagen, dass ich ein sehr einfühlsamer Mensch bin und kein böser Mensch bin, nur weil ich diese Erkrankung habe. Ja. Linda, du fotografierst gerne. Wie ist es denn andersrum, wenn du fotografiert wirst? Sehr schwierig, weil ich sehr starken Selbstekel mir gegenüber empfinde und ich sehr viele kleine Details an meinem Gesicht oder an meinem Körper raussuche, die mir nicht gefallen. Und das macht es ganz schwer, Fotos von mir gemacht zu kriegen. Wie ist das mit Spiegeln? Die muss ich manchmal abhängen.
Aber ich gucke mich sehr oft an, um zu gucken, ob alles noch okay ist und werde jedes Mal enttäuscht. Also eigentlich ist es keine gute Idee, Spiegel zu haben. Du hast gerade schon so ein bisschen signalisiert, dass jetzt hier draußen es doch ein bisschen anstrengend wird. Ja. Wollen wir reingehen? Gerne. Auf geht's. Linda, Park war jetzt doch ein bisschen viel. Deswegen jetzt in deinem Safe Space. Ja. Balkon. Du sagst, dein Leben spielt sich ganz viel hier auf diesem Balkon ab. Warum? Ich fühle mich da viel wohler, also schon abgetrennt von der Außenwelt und habe weniger Reize und bin einfach trotzdem aber gerne draußen, deswegen der Balkon. Mhm. Und kann da für mich sein und keiner beobachtet mich. Und im Park habe ich oft das Gefühl, dass ich sehr verurteilt werde. Und um es blöd auszudrücken, denke ich, dass die Leute sich so vor mir ekeln, dass sie brechen müssen. Und das ist schwer auszuhalten. Was wären denn so Schlüsselreize? Reicht da ein falsches Wort? Reicht es, einen bestimmten Menschen zu sehen, einen Geruch zu haben? Oder was triggert dich? Tatsächlich reicht ein falscher Blick von der richtigen Person. Dass ich irgendwie einen falschen Blick auffasse oder auch ein falsches Wort und dann denke, die Person hasst mich jetzt. Und dann verfalle ich in Selbsthass, Selbstekel, bekomme Verlustängste wie noch nie, so als wäre die Person irgendwie schon gestorben. Und habe so Angst und verfall dann in mein kleines inneres Kind. Alkohol. Mhm. Also ist bei Borderlinern oftmals ein Thema. Wie ist es bei dir? Ziemlich stark. Also ich habe keine diagnostizierte Sucht, aber einen diagnostizierten schädlichen Missbrauch durch Alkohol. Und habe es sehr oft benutzt, um meine Gedanken wegzutrinken, um mal keine Selbstmordgedanken zu haben, um mal keinen Selbstekel zu spüren, damit alles ein bisschen leichter wird. Und habe das sehr stark zum Skill entwickelt und bin dadurch fast in eine Abhängigkeit gerutscht. Menschen mit Borderline-Erkrankungen fällt das Halten oder Finden von Beziehungen oftmals nicht ganz leicht. Bei Linda und Nina gibt es aber eine Beziehung, die geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Linda, wie ist das bei euch beiden? Nina und Julia scheint mir ja schon sehr eng zu sein. Mhm. Wie funktioniert das in dieser Beziehung, in einer freundschaftlichen? Wir haben uns 2022 kennengelernt in der Klinik tatsächlich. Und da haben wir uns schon sehr nah so mit unseren zerbrechlichsten Teilen von uns kennengelernt und waren deswegen schon sehr eng miteinander. Wir haben uns tatsächlich vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr einen Freundschaftsvertrag aufgestellt, wo einige Punkte gelistet sind, die wir einhalten, damit das funktioniert, damit unsere Muster nicht gegeneinander spielen. Da steht zum Beispiel drauf, dass wir mindestens eine Nachricht am Tag uns senden, weil zu dem Zeitpunkt waren wir beide gleichzeitig in einer anderen Klinik. Und bei Borderline ist es oft, oder bei mir auf jeden Fall, ist es oft so, dass wenn man sich nicht sieht, dass man sich so vergisst. Und das wollten wir auf keinen Fall. Deswegen ist es zum Beispiel eine Regel, die da stand. Nina, die nächste Frage mal an dich, weil man merkt dir an, dass dir das Thema sehr nahe geht. Und offensichtlich auch Lindas, ich vermute auch dein eigenes Schicksal da nahe geht. Wie wertvoll ist dir das, was ihr beide hier zusammen habt? Also tatsächlich ist es momentan meine wertvollste Beziehung. Ich glaube, deswegen fällt es mir gerade auch so schwer, weil ich denke, dass das recht einzigartig ist, was wir eben haben, weil der Kontakt und den Kontakt zu halten eben oftmals so schwer fällt über längere Zeit. Und ich glaube, dass wir mal eine sehr innige Beziehung, sehr viel Kontakt, sehr ausgeprägten Kontakt. Wir können wirklich alles miteinander teilen, was wir auch machen, soweit es geht, und wir versuchen aber gleichzeitig irgendwie auch einen Maßstab zu finden, wo der andere sich auch schafft abzugrenzen, damit wir uns halt nicht gemeinsam in den Tief reißen, was halt schnell passieren kann. Nun heißt es ja gemeinhin, Menschen mit einer Borderline-Erkrankung haben sehr, sehr viel Probleme mit Nähe, sie zuzulassen. Wenn man euch beide erlebt, wird einem gerade das Gegenteil bewusst. Ist es das, was euch als einzelne Person so einzigartig macht? Ist das ein Zufall? Ist das hart erarbeitet? Wie kommt's, dass das bei euch beiden funktioniert? Ich glaube, es ist sehr hart erarbeitet. Weil so wie ich das bei mir mitbekommen habe in der Vergangenheit, sind die Beziehungen sehr instabil. Aber wir beide wollen es halt überhaupt nicht. Deswegen
versuchen wir alles, damit es so bleibt. Auch wenn es dann mal schwierig ist. Ja. Habt ihr mal über sowas, wir haben gerade über Kitsch gesprochen, aber habt ihr mal über sowas Kitschiges, in Anführungsstrichen, wie ein Freundschaftstattoo nachgedacht? Ein Tattoo, was ihr beide unter Umständen habt? Oder habt ihr es schon? Ja, ich schon eins. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig zählt. Ich meine, wir haben eins, was wir gemeinsam gemacht haben, auch aus einem Impuls natürlich heraus. Wie bist du zum Tätowieren gekommen? Durch Nina tatsächlich. Also in der Klinik hat sie mir erzählt, dass sie tätowiert. Und dann haben wir immer mehr nach der Klinik zusammen gemacht. Und dann wollte ich es auch mal ausprobieren. Und das hilft tatsächlich sehr, um sich abzulenken. Ich kenne das selber vom Tätowieren. Für mich sind das mit meinem Tätowierer sehr, sehr innige Momente. Also, und es ist aber auch emotional so, dass ich mich diesen Menschen sehr nahe gefühlt habe. Wie ist das bei euch? Also ich finde, das ist so eine riesen Vertrauenssache. Und deswegen freut mich das sehr, dass ich Nina sehr oft schon tätowieren durfte. Ist das umgekehrt eigentlich genauso? Tätowiert Nina dich auch? Ich hatte jetzt immer von der Klinik Regeln, dass ich mich nicht tätowieren darf, weil das als Selbstverletzung gilt. Deswegen noch nicht so viel. Nee, aber das kommt noch. Gibt es auch Momente, in denen ihr selbst euch gegenseitig nicht ertragt oder flüchtet? Ich glaube, schwierig wird es, wenn es uns beiden nicht gut geht. Dann können wir uns erstens ein bisschen schwieriger mitteilen und zweitens ist es schwieriger, dem anderen helfen zu können. Also ich glaube, wir kennen ja beide den Moment mit vielen Personen, wenn man diese Nähe nicht aushält. Oft wird nur davon gesprochen, dass Menschen mit Borderline die Nähe nicht aushalten. Aber da gibt es dann noch die gegensätzliche Komponente, dass wir die aber trotzdem auch unglaublich suchen. Ja, trotzdem noch ein Thema, wo du auch selber gesagt hast, du möchtest gerne drüber reden. Suizidale Gedanken, Selbstmordgedanken. Lass uns ein klein wenig in deinen Kopf schauen, wenn das möglich ist. Die kommen immer sehr unerwartet oder vermeintlich unerwartet, weil meistens gibt es einen Auslöser. Aber wenn die kommen, dann ist das wie der einzige Ausweg, damit der Kopf tatsächlich mal Ruhe gibt. Wenn ich so denke, dann bin ich schon öfter sehr kurz davor gewesen. Ja, weil sich alles so aussichtslos anfühlt und so sinnlos und der Selbsthass so doll da ist. Und man denkt, dass es halt nie besser wird. Und dass es auch den anderen egal ist, wenn man weg wäre, beziehungsweise dass es besser wäre, wenn man weg wäre. Und das ist dann richtig schwer, in solchen Momenten zu sehen, dass es nicht die richtige Entscheidung ist. Nun schaust du ja, wenn du in die Zukunft schaust, auch auf eine Therapie, die ansteht. Wie viel Hoffnung setzt du in diese Therapie? Wann geht sie los? Was beinhaltet sie? Also die geht jetzt erst Ende Dezember los, weil ich ja einen Rückfall hatte und 3 Monate abstinent sein muss und auch selbstverletzungsfrei sein muss. Ich werde dann das 6. Mal in Therapie sein, also in stationärer Therapie sein. Und da es schon das 6. Mal ist, will ich da nicht so viel Hoffnung reinlegen, tatsächlich. Wo nimmst du die Kraft her? Weil ich mir vorstellen kann, dass du jeden Morgen ja über einen inneren Widerstand gehen musst. Ja. Dein Leben zu leben und für Fred da zu sein. Ich habe mich in der letzten stationären Therapie bewusst fürs Leben und gegen Suizid entschieden. Das habe ich auch tätowiert. Am 15.04.2024 habe ich mich dafür entschieden. Und es ist tatsächlich jeden Tag ein Überzeugen davon, dass es sich vielleicht irgendwann lohnt. Linda, in einer idealen Welt, und ich weiß, deine ist nicht ideal, aber wo siehst du dich in 10 Jahren? Wenn ich es mir vorstellen müsste, wäre ich Tätowiererin und würde unter Palmen aufwachen mit einem Kaffee in der Hand und meinem Hund. Und genau das wünsche ich dir, wünschen wir dir. Kraft, Palmen, Kaffee, Hund, Tätowiernadel. Vielen lieben Dank, dass wir dich heute besuchen durften und dass du uns so in dein Leben hast reingucken lassen und in deinen Kopf hast gucken lassen. Dankeschön. Ich danke. Das war's. Heftig. Ja, das macht was mit einem, das zu sehen, ne? Ja, auch dieses Selbsthass, Selbstekel, Selbstmordgedanken. Ich finde das wirklich, das bedrückt einen, wenn man das sieht. Es bedrückt und es gibt einem einen kleinen Vorgeschmack. Wahrscheinlich davon, wie es den Patienten auch geht und wie so diese Lebensrealität aussieht, ne? Ja, was ist das für eine Krankheit, die so ein Leben so sehr verdunkelt?
Ja, also das Stichwort Gefühle fiel ja gerade schon sehr oft. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung durchleben die Patienten am Tag ganz extreme Gefühlszustände. Und das hat sie erzählt, das schwankt häufig ganz stark auf und ab und ist für die Patienten ganz, ganz schwer auszuhalten, weil sie sich dem so super ausgeliefert fühlen. Das führt einmal zu zwischenmenschlichen Problemen. Das Umfeld kommt meistens gar nicht mehr hinterher, was jetzt eigentlich gerade Phase ist und warum die Patienten sich so verhalten. Und das führt auch dazu, dass man irgendwie versucht, diesen Gefühlen Herr zu werden. Und sie hat ja auch ganz viel so von dieser inneren Anspannung gesprochen. Ich finde, das sieht man manchmal auch, wenn ihr Bein so ganz schnell wippt. Ja, die Linda hat auch, als wir telefoniert haben, hat sie erzählt, dass es irgendwie mit 6 schon losging, dass sie so extreme Gefühlsschwankungen hatte oder so intensiv reagiert hat. Trotzdem hat es ja relativ lang gedauert, bis dann eine Diagnose gestellt wurde. Ist es normal? Warum kommt man da nicht früher drauf, was es ist? Also das ist tatsächlich auch ein Charakteristikum von Persönlichkeitsstörungen. Das ist so ein Begriff, der ja auch irgendwie mit einem Stigma behaftet ist. Persönlichkeitsstörungen haben Patienten, die sehr rigide und unflexibel in ihrem Verhalten sind und die in einer so krassen Form von irgendwelchen soziokulturellen Normen abweichen, dass für sie da ein riesen Leidensdruck daraus entsteht. Deswegen zu deiner Frage ist es ganz typisch, dass sowas häufig den Ursprung in der Kindheit hat und sich meistens so in der Adoleszenz das erste Mal zeigt. Nun wissen wir aber auch alle, die Pubertät ist eine Phase, da sind wir alle wahrscheinlich ab und an mal ein bisschen irrational. Deswegen stellt man die Diagnose in der Regel erst ab dem 18. Lebensjahr, auch weil gerade die Borderline-Persönlichkeitsstörung mit einem ziemlich großen Stigma behaftet ist. Und das möchte man den Patienten meistens ersparen, diese Diagnose zu früh zu bekommen, weil sich sowas auch wirklich durchs Leben zieht dann, ne? Was ich mich bei ihr gefragt habe, ist, fühlt die Sachen intensiver? Also fühlt die Trauer intensiver und die Angst intensiver? Oder kann sie einfach schlechter damit umgehen, schlechter auf Angst reagieren, dass sie so mitreißt und sie einfach keine Regulationsmechanismen hat? Was ist das genau bei einer Borderline-Störung? Ich würde sagen, es ist beides. Also Patienten, die an dieser Borderline-Erkrankung leiden, die reagieren intensiver auf Dinge. Und diese Reaktion hält dann auch einfach länger an. Und gleichzeitig ist die Regulation auch schwierig im Vergleich zu gesunden Patienten. Das heißt, so ganz alltägliche Situationen können bei Borderline-Patienten wirklich ganz starke emotionale Reaktionen und Anspannungszustände auslösen. Und das ist dann halt schwer auszuhalten, wenn man das Gefühl hat, das nicht bewältigen zu können. Wobei mir das jetzt so ging im Gespräch, ich fand sie extrem sympathisch und ich fand das so schön. Die geht so auf jede Frage, geht die wirklich so ganz intensiv ein. Also die wischt so über nichts drüber, sondern man hat so das Gefühl, sie denkt über alles nach und versucht die Frage wirklich so ganz intensiv zu beantworten. Und da hatte ich schon wieder so das Bedürfnis, eigentlich müsste man die doch adoptieren, die Arme, ne? So dass ihr besser geht. Also die hat Kontakt zu ihren Eltern. Das ist gar nicht, würde man ja immer denken, ne, dass irgendwas schiefgelaufen ist, sitzt sie da alleine in ihrer Wohnung. Aber so da habe ich so ganz arg das Gefühl gehabt, die so bemuttern zu wollen. Und hast du ja schon erzählt, dass das in einer Therapie auch so ein Riesenthema ist, gerade bei Borderline-Patientinnen oder Patienten. Ja, also ich meine, wir beide haben das gerade gemerkt. Linda löst ganz viel in uns aus. Und das ist in der Regel auch so bei Borderline-Patienten, dass man häufig das Gefühl hat, sie beschützen zu wollen und denen ganz viel Liebe und Zuwendung zu geben. Das kann aber gefährlich werden, weil in einem therapeutischen Kontext musst du halt immer deinen therapeutischen Hut aufhaben und darfst halt auf diese Dynamiken nicht so sehr einsteigen. Ich habe mal ein Buch geschrieben mit einer Borderline-Patientin und die ist dann auch tatsächlich bei uns eingezogen für eine Zeit, weil die irgendwie so verloren wirkte und mir das so leid tat. Und dann hat sie sich auch dann hat sich dann schon ausgeguckt, welches Zimmer sie sich einrichten könnte. Also hat es auch so gerne angenommen. Und gleichzeitig können die sich aber auch so ganz plötzlich abwehren. Also man denkt so, es ist alles gut, wir sind jetzt quasi eine große Familie. Und dann auf einmal wendet die sich ab und ist dann nicht erreichbar. Und man denkt, ach je. Also da kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Also man fragt sich, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Hat die sich über irgendwas geärgert? Und da kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass es auch schwierig ist für Borderline, also Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, Beziehung zu halten. Weil dann ist man ja ständig sein Auf und Ab. Ja. Es ist alles ganz eng. Wir sind eine Familie und plötzlich ist der andere weg. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Was hat das denn in dir ausgelöst, dieser Umgang? Ja, ich war so im Bemutter-Modus und dann war sie auf einmal weg. Ja. Und dann habe ich mich eben gefragt, habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich sie irgendwie verletzt? Was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Das war aber einfach so. Die war dann halt mal weg und nicht erreichbar. Mhm. Und es dann, also man muss sich dann damit beschäftigen und dann kann man sich das erklären und nimmt es dann vielleicht weniger persönlich. Mhm. Aber erstmal ist man ziemlich vor den Kopf gestoßen. Du hast doch auch Kinder.
Wie sind die damit umgegangen? Ja, ich habe eine Tochter, die ist, als die bei uns gewohnt hat, war die so 9 oder 10. Und da habe ich gesagt, wenn es der, ne, wenn es unserem Gast schlecht geht, dann muss man die irgendwie beschäftigen. Ne? Also so, wir waren dann quasi ihr Skill. Und da habe ich meiner Tochter gesagt, geh mit ihr mal aufs Trampolin. So, und das heißt, die 19-Jährige hat dann immer schon so, wenn sie gemerkt hat, oh hoppala, hier kippt die Stimmung, dann hat sie die mit aufs Trampolin genommen. Und wo auch viele Freunde gesagt haben, oh, wie kannst du so ein Kind da aussetzen? Aber ich glaube, Kinder gehen auch irgendwie anders mit um. Für sie war das dann halt so, aha, da geht's schlecht, jetzt gehen wir aufs Trampolin. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt wirklich Schaden genommen hat. Aber es war schon so ein Thema. Also es war schon was, was so, so der Mittelpunkt dann war unseres Lebens in der Zeit. Genau, also das ist ganz klassisch auch, dass diese Grenzen so verschwimmen. Ihr wart ja eigentlich in einer professionellen Arbeitsbeziehung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und hoppla, holter die Polter, war es dann auf einmal irgendwie eine sehr innige Beziehung und sie war irgendwie für eine Zeit lang Teil eurer Familie. Das ist natürlich total nachvollziehbar und spricht ja auch irgendwie so für deine Empathie und deine Menschlichkeit, dass du das gemacht hast. Und mein schlechtes Grenzen setzen. Ja, also da würde ich deinem Freund auch recht geben. Das ist jetzt vielleicht nicht so der ideale Umgang damit, aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Weshalb ich vorhin gefragt habe, was das bei dir auslöst. Bei vielen Menschen löst das Unverständnis, Frust und Wut aus. Auch wenn man solche Patienten in der Therapie behandelt, dann hat man das natürlich auch. Und das finde ich ganz spannend, sich dann immer wieder vor Augen zu führen. Ja, das lösen Patienten in fast jedem aus. Und das muss ganz, ganz schlimm sein, wenn du aus einer Krankheit heraus Leute, die dir nahestehen, immer wieder verprellst. Und da brauchst du, also du brauchst auch als Angehöriger und als Therapeut da echt ein dickes Fell, viel Verständnis und auch viel, ja, Willen, das irgendwie mit den Patienten hinzukriegen. Ja, das hat die Linda mit ihrer Freundin ja auch einen Freundschaftsvertrag. Mhm. Das fand ich auch erstaunlich. Finde ich gut. Ich weiß natürlich nicht, was drin steht. aber das klingt so, als hätten die sich so ein bisschen Gedanken gemacht darüber, okay, was sind die Chancen und Risiken quasi dieser Freundschaft? Und es ist tatsächlich so, es ist nicht untypisch, dass Patientinnen in der Klinik Freunde finden mit dem ähnlichen Störungsbild. Das kann ganz schön heikel werden. Und deswegen klingt das bei den beiden so, als hätten sie da für sich so einen guten Weg gefunden, einfach ganz klare Leitplanken für diese Freundschaft zu definieren. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Dann hat sie ja noch eine Ersatzbeziehung, weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber eine, die auf jeden Fall ganz stetig ist mit ihrem Hund Fred. Mhm. Wie hilfreich ist denn ein Hund für so jemanden, überhaupt ein Haustier für jemanden, der eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat? Also für Borderline speziell weiß ich es jetzt nicht. Grundsätzlich bin ich fast immer zu schnell dabei, glaube ich, das irgendwie meinen Patienten nicht zu empfehlen, aber vielleicht in die Richtung so ein bisschen das Gespräch zu lenken oder das zu explorieren, was das für Vorteile bringen könnte, weil es ist natürlich große Verantwortung, keine Frage, und ich möchte jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde meinen Patienten irgendwie Haustüre anquatschen wollen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass in diesen Zeiten das durchaus hilfreich ist, so ein Tier zu haben, weil das basale Bedürfnisse des Menschen befriedigt, Tagesstruktur, frische Luft und auch irgendwie eine Aufgabe und einen Sinn erleben. Ich hatte mit Linda auch gesprochen und sie gefragt, wo es herkommt. Das fragt man sich ja, wo kommt denn jetzt so eine schwere Störung her? Sie sagt, sie könne sich da nicht so ganz genau dran erinnern. Sie hatte irgendwie einen Verdacht, aber sie weiß es nicht. Was können denn so mögliche Ursachen sein für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung? Also man geht davon aus, dass es zwei klassische Risikofaktoren gibt. Das eine ist die genetisch bedingte Hypersensitivität. Ich hatte ja schon beschrieben, dass das immer ganz, ganz starke Gefühlsschwankungen sind. Also dass man intensiver reagiert oder was heißt das? Genau, im weitesten Sinne. Das lässt sich tatsächlich auch auf einer neurobiologischen Ebene finden. Ich nehme mal ganz gerne das Beispiel mit dem Porsche-Motor und den VW-Polo-Bremsen. Also man kann sich das so vorstellen, bei uns im Gehirn gibt es ein limbisches System. Da ist so die Amygdala, der Mandelkern, so ganz prominent. Und die ist viel so in Furchtprozessen und auch Emotionalität beteiligt. Und die Konnektivität, also die Verbindung zum präfrontalen Kortex, der quasi so die Bremsfunktion hat, die ist bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung verändert. Das ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Aber ich finde das ganz spannend, dass man das quasi auf einer strukturellen Ebene beziehungsweise auf einer Verbindungsebene sieht, dass es da einfach andere Mechanismen sind, die anders greifen. Das heißt, man hat einen Porsche-Motor und die Bremsen sind aber nur für einen VW-Polo ausgelegt und deswegen
Ja, kann man sich vorstellen, dass das für die Patienten schwieriger ist, sowas zu regulieren. Und dann kommt es häufig auch zu selbstverletzendem Verhalten. Mhm. Dadurch? Oder wo ist da der Zusammenhang? Warum hilft selbstverletzendes Verhalten? Da geht es vor allem um diese starken Anspannungszustände. Das hatte Linda ja beschrieben, wenn sie bei einer 90 ist. Also man geht immer auf so einer Skala von 0 bis 100. Und alles über 70% ist so eine starke Anspannung, dass logisches und reflektiertes Denken in der Form gar nicht mehr möglich ist. Das ist super unangenehm. Und man weiß sich überhaupt nicht zu helfen in dem Moment. Und weil man dann halt nicht logisch und reflektiert denken kann, macht man quasi alles, was hilft. Und diese Selbstverletzung, das hat mir eine Patientin mal ganz plastisch beschrieben, das ist wie so ein Ventil sozusagen. Das ist halt einfach ein starker Reiz, aber dadurch wird dieser innere Druck abgebaut. Und weil man dann den äußeren Schmerz hat und den inneren Druck weniger spürt, oder? Genau. Im weitesten Sinne. Also es geht auch viel so um diesen Umgang mit Ohnmachtsgefühlen. Das ist ja für uns ganz, ganz schlimm. Es gibt ja auch nicht nur selbstverletzendes Verhalten. Es gibt auch starker Alkoholkonsum, ist auch sowas. Oder riskantes Autofahren. Das kann ganz verschiedene Gesichter haben. Aber es geht vor allem darum, sich einen starken Reiz zu setzen, der irgendwie einen aus diesem Zustand rauszieht. Was ja im Prinzip keine schlechte Idee ist. Das Problem ist nur, dass das kurzfristig wirkt. Langfristig hat es aber echt negative Folgen. Natürlich sind die Leute dann ja auch optisch gebrandmarkt. Ich war noch nicht beim Friseur. Dann habe ich auch, als sie mich frisiert hat, habe ich dann so auf die Arme geguckt und habe die Narben gesehen. Und sie hat offenbar gemerkt, dass ich da so hingucke. Und dann haben wir uns auch drüber unterhalten. Mhm. Und die hatte eben auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, erzählte sie dann. Okay, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man geht immer davon aus, wenn man Leute mit vernarbten Armen sieht, dass da gleich eine Borderline-Störung vorliegt. Das ist nicht so. Schätzungsweise 70-80% der Patientinnen oder Patienten mit Borderline zeigen selbstverletzendes Verhalten. Aber wie gesagt, das kann ganz viele verschiedene Gesichter haben. Es ist aber bei weitem nicht so, dass jeder, der das in seinem Leben mal gemacht hat, das ist halt leider eine negative Strategie zur Emotionsregulation. Da muss nicht gleich eine Persönlichkeitsstörung vorliegen. Okay, und das ist halt auch, ehrlich gesagt, wenn ich das noch ergänzen darf, Teil des Stigmas, ne? Also, dass man dann gleich denkt so, was ist denn da los? Okay, dann gehen wir mal zu den, wie kann man es verhindern, zu den Skills. Das ist ja dann, um mich nicht selbst zu verletzen oder Alkohol zu trinken oder irgendwie was, ne? Helfen denn solche Skills, oder? Genau, ich hatte ja gerade gesagt, selbstverletzendes Verhalten oder Alkohol, das ist kurzfristig hilfreich, langfristig nicht. Und Skills sind kurzfristig hilfreich und langfristig hilfreich. Das ist quasi so das Charakteristikum von Skills. Und da kann man verschiedene Dinge machen. Ich habe tatsächlich ein paar mitgebracht. Ich bin gespannt. Die wir vielleicht an der Stelle. Also die junge Frau, die bei uns gewohnt hat, die hatte auch immer alles in der Tasche. Hat es immer parat gehabt. Und ich habe das gar nicht verstanden. Die hatte auch so einen Igelball. Ja. Und dass das dann reicht, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Genau, also Skills sind grundsätzlich Dinge, die einen Reiz setzen. Verschiedener Abstufungen, also es gibt logischerweise so einen Igelball, ist jetzt was anderes als hier, haben wir so Center Shocks. Und die kenne ich. Hast du da mal drauf gebissen? Mhm, ist ein größerer Reiz, ja. Genau, also da gibt es quasi so verschiedene Abstufungen und das erarbeitet man mit den Patienten individuell. Dabei ist es wichtig, dass das in einer stressfreien Umgebung, wo die Patienten auch gerade nicht hoch angespannt sind, so ein bisschen ausprobiert wird. Und jeder hat ja verschiedene Sinneskanäle, auf die man irgendwie gut reagiert. Und in der Regel benutzt man sogenannte Skills-Ketten. Das bedeutet, man fängt mit einem Skill an, das einen nicht ganz so starken Reiz setzt und guckt mal, vielleicht reicht es schon. Mhm. Und wenn das nicht reicht, dann eskaliert man sich quasi langsam hoch. Es geht halt darum, sich auf etwas ganz doll zu konzentrieren. Und irgendwie die Aufmerksamkeit aus dem Innen, wo sie in der Regel ist, wieder ins Außen zu lenken. Die kenne ich nicht. Was ist das? Das sind so Riechampullen. Das ist härterer Tobak, sag ich mal. Also meistens so die stärkste Abstufung des Ganzen. Wie kriege ich das auf? Willst du das machen? Ja. Mutig. Ah. Ih, jetzt habe ich es an den Fingern. Aber es erinnert mich was. Wow. Wow. Oh, das ist ja heftig. Ja. Wirklich die Tränen. Das ist aber dann schon ein heftiger Reiz, ne? Ja, wie gesagt, das ist harter Tobak. Tatsächlich bei diesen Riechampullen ist es auch so, in manchen Kliniken sind die auch gar nicht mehr unbedingt dann in diesen Skills-Boxen drin, weil man sollte das nicht zu viel benutzen. Irgendwann geht das auch auf
aufs Riechorgan. Genau, aber du kannst dir vorstellen, wie schnell? Das holt dich raus aus deinem Innenerleben, wieder quasi ins echte Leben. Aber das heißt jetzt, bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung behandelt man denn quasi nicht die Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern eben auch eine Alkoholsucht, ein selbstverletzendes Verhalten? Oder wie sieht da so eine Therapie aus? Wir sprechen ja von Komorbiditäten, also wenn mehr als eine psychische Erkrankung vorliegt. Und das ist bei Borderline-Patienten in aller Regel der Fall. Also tatsächlich, sage und schreibe, 98% haben komorbid eine Depression. Das habe ich auch viel erlebt bei depressiven Patienten, dass da einfach kaum eine Regung so im Gesicht ist. Und das ist was ganz, ganz häufig mit, also komorbid auftritt. Angststörungen sind auch relativ häufig, bei 90%, glaube ich. Und posttraumatische Belastungsstörungen ist ein ganz wichtiger Faktor, weil häufig Traumatisierungen vorliegen. Genau, Suchterkrankungen auch. Geht man bei Männern davon aus, dass ungefähr 60% davon betroffen sind, bei Frauen ungefähr 40%. Was ich nicht so richtig verstanden habe, bei ihr mit der Therapie, sie hat gesagt, sie muss irgendwie 3 Monate, darf sie sich nicht verletzt haben, keinen Alkohol getrunken haben und dann darf sie erst in die Therapie. Also das heißt, da wird dann wirklich die Persönlichkeitsstörung therapiert und die anderen Sachen müssen irgendwie dann schon stabil sein? Oder was meinte sie damit? Es gibt für die Borderline-Persönlichkeitsstörung aus verhaltenstherapeutischer Sicht ein sehr gut etabliertes Verfahren. Das hat sehr strenge Regeln. Das meinte ich ja vorhin schon mal mit diesem Freundschaftsvertrag, dass es einfach ganz wichtig ist, da gewisse Leitplanken einzubauen, die auch streng eingehalten werden. Dieses Verfahren, das nennt sich dialektisch-behaviorale Therapie. Ach, dieses DBT, was man auch immer nennt. DBT, genau. Mhm. Behavioral bedeutet einfach verhaltenstherapeutisch und dialektisch bedeutet ein sowohl als auch. Was heißt das? Sowohl das als bedeutet, also das ist quasi so 2 Grundpfeiler der Therapie. Da geht es einmal um Akzeptanz dessen, was war und was ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil viele Patientinnen keine schöne Kindheit hatten und auch einfach sehr, sehr starken Leidensdruck unverschuldet. Das gilt es zu akzeptieren, das ist hart, aber ohne ein gewisses Maß an Akzeptanz kommt man da nicht weiter. Und das sowohl als auch bezieht sich dann halt auch auf die Veränderung. Das heißt, es geht auch darum, eine Veränderungsbereitschaft überhaupt erstmal herzustellen und dann langsam mit kleinen Schritten in die richtige Richtung zu gehen. Und dieses sowohl als auch ist bei Borderline-Patienten total wichtig, einfach weil es ja immer diese ganz starken Schwankungen gibt und interpersonelle Probleme, die sich natürlich dann exemplarisch auch in der Therapie widerspiegeln. Es gibt verschiedene Bausteine der Behandlung. Das eine sind halt die Skills, die wir schon angesprochen haben. Da gibt es häufig Gruppenformate. Also natürlich, man kann es stationär machen. Also die Skills, das heißt, man trainiert mit denen ein. Wenn diese, ne, wenn die Gefühle zu stark werden, dann hilft euch das. Das ist was man mit denen macht. Es gibt verschiedene Behandlungsziele, die abhängig sind vom Anspannungsniveau. Wenn Patienten in einer Hochanspannung sind, dann geht es wirklich erstmal darum, Skills zu nutzen und sich einfach aus dieser Anspannung wieder rauszukriegen. Und dann als nächster Schritt der Behandlung ist dann zum Beispiel der Umgang mit Gefühlen. Dann irgendwann kommen zwischenmenschliche Geschichten. Wie man das stabilisieren kann? Genau, das sind Verhaltensanalysen, auch Rollenspiele. Es gibt ja zum einen dieses Nähe- und Distanzproblem, dass Borderline-Patienten häufig ein ganz krasses Bedürfnis nach Nähe haben, aber die dann gleichzeitig nicht aushalten können. Andere Patienten wiederum wissen gar nicht so wirklich, was sie in anderen auslösen. Und dann später geht es irgendwann ans Thema Selbstwert und auch so komplexere Achtsamkeitsübungen. Du sagtest vorhin, hat man so ein bisschen schon drüber unterhalten, dass gar nicht unbedingt so ein schwer traumatisches Erlebnis notwendig ist, sondern es kann auch so das Gefühl von Vernachlässigung sein. Mhm. Da möchte ich noch einmal zu den Risikofaktoren zurück. Ja. Genau, weil das eine war dieses genetisch bedingte Hypersensitivität und das andere ist ein emotional invalidierendes Umfeld in der Kindheit. Das heißt was? Validieren wäre, wenn ich jetzt sage, du bist traurig und ich sage, oh Mensch, das kann ich verstehen und das ist jetzt aber auch eine krasse Situation hier mit den Kameras. Einfach so diesen Gefühlen Raum geben und zu sagen, das ist aus deiner Sicht nachvollziehbar. Das ist etwas, was Patienten mit Borderline in der Regel nicht erlebt haben in der Kindheit. Das ist sowas wie, du hast keinen Grund zu heulen. Das ist jetzt im ganz Kleinen, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal irgendwann gehört von unseren Eltern. Wenn Patienten das aber in ganz extremer Form immer wieder vermittelt bekommen, du hast überhaupt also, dass kein die Recht auf Gefühle nicht wahrgenommen werden.
Die werden nicht wahrgenommen und die werden den Patienten abgesprochen. Und das macht was mit einem. Das ist was, da würde ich echt gerne nochmal Werbung für machen. Ich finde, wir sollten uns alle gegenseitig mehr validieren. Also man hat ja häufig in zwischenmenschlichen Situationen, wo man den anderen irgendwie nicht versteht oder so, dass man ihm dann seine Gefühle abspricht. Und das ist meistens ein ganz springender Punkt, wo dann die Interaktion auch sehr, sehr unschön wird. Und auch wenn man zum Beispiel kritisiert wird oder so, dann muss man das ja nicht zwangsläufig annehmen. Aber es ist ja trotzdem erstmal okay zu sagen, hey, ich kann verstehen, dass du so fühlst, aus deiner Geschichte heraus. Was ich bei Linda auch noch, also weil wir jetzt gerade so beim Fühlen sind, sie hat ja so eine Leere beschrieben, das ist ja das Gegenteil eigentlich von Fühlen. Wie passt denn das dahin, wenn die so intensiv fühlen? Warum ist sie denn auf einmal leer? Genau, also das ist so ein bisschen der dritte große Symptomkomplex von dem Ganzen. Wir haben einmal die zwischenmenschlichen Probleme, wir haben die ganz starken Stimmungsschwankungen und wir haben ein fragiles Selbstbild. Das bedeutet, die Patienten fühlen sich total leer und sind deswegen auch häufig sehr schwankend, zum Beispiel auch in ihren Ansichten. Es kann passieren, dass sie, wenn sie mit den einen Leuten viel zu tun haben oder reden, dass sie dann solche Ansichten haben und mit anderen anders. Das ist halt auch aus keiner bösen Absicht heraus, sondern einfach aus einer wahnsinnigen Unsicherheit heraus. Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Das fühlen die nicht. Die haben kein Bild. Also das wird häufig beschrieben, einfach so eine ganz krasse innere Leere. War auch schwer auszuhalten. Schwer auszuhalten und auch einer der Gründe, weshalb PatientInnen häufig nicht so gut alleine sein können, weil man, wenn man mit anderen ist, ist man quasi in Resonanz mit anderen. Wird von außen gefühlt. Sozusagen. Mhm. Einfach weil, ja, wenn man alleine ist, dann fühlt sich das sehr leer an für die. Wenn ich jetzt jemanden habe im Umfeld und so ganz konkrete, nicht Tipps, aber wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt merke, okay, der andere erwartet vielleicht, dass ich den jetzt irgendwie, dass ich voll drauf eingehe und ich weiß, okay, das ist der Mechanismus in dieser Krankheit. Was ist das Schlauste, wie ich mich jetzt verhalten kann? Genau, also du hast ja als Angehöriger einfach einen ganz anderen Hut auf als Therapeut. Und es ist in jedem Fall, finde ich, wichtig, wenn die Diagnose gestellt ist, dass die Leute Hilfe bekommen und das wirklich in fähigen therapeutischen Händen liegt. Als Angehöriger, glaube ich, kann man diese Dialektik, also dieses sowohl als auch, vielleicht auch so ein bisschen praktizieren im Sinne von die Patienten validieren in ihrem Erleben. Das ist, wie gesagt, das ist nie verkehrt. Vielleicht trotzdem eigene Grenzen versuchen zu wahren. Aber wie würde ich denn rauskommen, wenn es diese enge Beziehung gibt und ich weiß, es tut mir nicht gut und ich will sie beenden? Kann ich das klipp und klar dann sagen? Aus Eigenschutz muss man da vorsichtig, muss ich das direkt in therapeutische Hände legen, also bevor da jetzt Größeres passiert? Also das finde ich total schwer. Das fällt mir gerade ein, ich habe mal einen Mann getroffen, der hatte eine Frau, die war ganz schwer Borderlinerin, die hatten eine fürchterliche Beziehung und der hat auch echt drunter gelitten und jeder hat gedacht, man trennt dich doch. Und der hat aber gesagt, aber ich liebe diese Frau und ich kann mir kein anderes Leben vorstellen. Was man so als Außenstehender, wo man dachte, um Gottes Willen. Also ich halte das immer mit der Feuerwehr. Selbstschutz geht vor Fremdschutz. Man kann mit dieser dialektischen Strategie, glaube ich, so ein bisschen versuchen, einen Umgang damit zu finden. Wenn man aber merkt, ich gehe da wirklich dran kaputt, würde ich sagen, ist die Grenze oder das klare Abgrenzen dann doch irgendwie wichtiger. Jetzt wollte ich noch was sagen zur Diagnostik. Das Ganze diagnostizieren Fachleute. Das sind in der Regel Ärzte oder Psychologen. Die haben da standardisierte, strukturierte Interviews. Und in diesem Klassifikationssystem, was wir haben hier in Deutschland, das ICD-10, da gibt es verschiedene Kriterien. Und was da ganz spannend ist, ist, dass zwei Subtypen unterschieden werden. Also das Ganze läuft unter der Überschrift emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Es gibt den impulsiven Typ und es gibt den Borderline-Typus. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Aufhänger, nochmal was zum Geschlechterverhältnis zu sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch viel so von Patientinnen gesprochen. Und das ist tatsächlich auch so, dass man im klinischen Setting häufig weibliche Borderline-Patientinnen sieht. Die begeben sich auch in aller Regel öfter in Behandlung. Eigentlich ist das Geschlechterverhältnis aber tatsächlich ausgeglichen. Also ich finde, wir haben jetzt hier irgendwie so ein Bild transportiert, was so einen sehr weiblichen Anklang hatte. Wahrscheinlich auch wegen unserer Protagonistin Linda. Das gibt es aber natürlich auch bei Männern. Ja, dann würde ich sagen, also für mich, ich habe alles. Habt ihr noch Fragen?
Keine Frage. Ich bin sehr gut informiert. Sehr gut. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, liebe Linda, für diese bewegenden, intimen Einblicke in dein Leben und dass du uns und den Zuschauern diese Krankheit an deinem Beispiel so nahegebracht hast. Ja, Kerstin, wie geht's denn weiter in der nächsten Folge? Ja, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Gaming Disorder, also eine Online-Spielsucht. Da haben wir etwas länger gebraucht, bis wir einen Protagonisten hatten, der sich auch zeigt. Offenbar ist das Thema sehr, sehr schambesetzt. Und ich bin da besonders gespannt als Mutter eines 12-Jährigen, weil das immer zu Hause ein Thema ist, wie viel man jetzt spielt und oder auch nicht. Von daher bin ich ganz besonders gespannt auf das Thema. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich freue mich auch schon sehr. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob ihr noch Fragen zu der heutigen Folge habt oder Eindrücke, die ihr gerne teilen möchtet. Das gilt natürlich auch für das Thema unserer nächsten Folge. Alles, was euch dazu bewegt, schreibt bitte gerne in die Kommentare. Und nicht vergessen, abonniert gerne unseren Kanal. So, und jetzt gibt's Center Shock. Oh Mann, ich habe mich eben schon gedrückt. Ich habe schon die Ammoniak von Ampulle. Wer mag?